Lass mich raten, du kommst sehr spät von der Arbeit und hast deinen Track in einer Stunde geschrieben. Ich glaube dir nicht, Mann, du schreibst sogar die ganze Frist durch, um deine Kackrunde zu kriegen. Ich chille ganz entspannt, du bist höchstens laid back. Wenn du mal sehr spät nach Hause kommst, kauf dir doch gern so viel Bars, wie du willst. So wird dir klar, dass man Skills noch nie kaufen konnte. Ich könnte dir erzählen, was ich wollte, doch im Endeffekt wird jeder angenommen. Ich meine, gibt euch mal die Quali von den auf, viel Spaß, die das reicht für die Ohren zu bestrafen schon. Sowas sagen ist mies, doch ich frage mich dies. Ganz im Ernst kann der eigentlich was? Der singt seiner Quali mehr schiefe Töne, als das ganze NRH-Teilnehmer hat. Puh. Pech gehabt, der Sieg gehört mir, denn ich treff den Tag, der meine Konkurrenz ist kongruent mit ziemlich inkompetenten Spasten, die mich echt hammerhart abfucken, was euch mit eurer Standardart anfangen, denn wenn ich höre, wie ihr mir jetzt eure Sachen aufnehmt, würde ich gerne mit einer Axt eure Namen packen.